Wo konnten? Ah, hier. Lol, sind hier noch viele Pinguine. Okay, dauert doch noch ein bisschen länger. Hanna jetzt schon getamte. Ja. Ja, bringen Sie Lamb heim. Einer ist schon zu Hause. Bringen, sehr mache gut, ich. sehr gut. Ja, das ist im Moment die wichtigste Mission. Kennst mich Shadow irgendwie. Da vorne ist ein neuer. Was? Noch ein Geg also noch ein Gegner. Ist man mit Flak oder? Ja. Alter, was ein. Mit Tier oder ohne? Ohne. Soll ich runterkommen mit meinem Alu? Ich kann den zerlegen mit meinem Alu. Das warten müssen, das hättest einfach warten müssen. Er geht ist schon durch Stargate. Ja, du hättest warten müssen. Sollen wir durch? Nee. Nicht hinterher? Nein, du hättest warten müssen. Ich hab beim letzten Mal wurden Shadow und ich hinter Stargate von Terry abgefarmt. Ich hätte nix, ich hätte nur eine Longneck. Warum fahren wir eigentlich so defensiv? Karl, joinst du schon? Polian, wo baut der Thunder? Ich kann's dir sagen, der Thunder baut, wenn du von uns. Die waren doch in der Nähe, oder? Warte mal. Ganz rechts. Am Strand rechts entlang. Nur rechts? Ja, wenn du, also wenn du von unserer Base aufs Target gehst. Mach mal die Map auf den Samen Valley Richtung. Moment. Wo ist denn der Kibbeltable? Wir brauchen zwei Stego-Kibbel. Nach links. Ah, auf einmal nur links. Ja, ich habe gesagt, wenn von unserer Base aufs Target schaust, nach rechts. Das ist links. Okay, wie sieht's denn aus, Raid-mäßig, waffenmäßig? Kennt ihr mal die Packe? Ja, wie sind die aufgestellt? Turret-Schaden mal 0,5. Weißt du, wie easy das ist? Drei Rex und du tankst eine Base dann, mit 100 Turrets. Dann gehen wir uns die Tech-Schneck holen. Also ich hab schon Rocky, aber ein paar mehr Schuss wäre nicht schlecht. Ich hab 4 Schuss. So, ja, ich hab 6. Soll ich C4 machen? Jo. Also sollen wir jetzt... Was sollen wir jetzt genau machen? Weiterfahren erstmal. Und Metall. Deswegen, ich das bin A unter Wasser am Farmen. Farmen? Ja. Alter, ich kann gleich ein C4 machen. Schüss. Schielona, ich merk das schon. Holy shit, ey. Ich will Polymer. Ja, wir brauchen Polymer. Gib Gas. Ja, ey, bleib ruhig. Ich geb mein Bestes. Ich habe hier gerade 30 tote Pinguine auf einer Insel. Und keine Longneck-Schuss mehr. Hans, ja, wie gesagt, es fehlt auch an Metall. Habt ihr nice. Die ganze Klippe entlang mit Metall leer gemacht? Ja, aber ich gehe jetzt nochmal. Auch auf der anderen Seite vom Berg ist Metall. Ja, ja. Im Notfall, wait hier zu dritt. Irgendwo, wo ja, viele Metalle sind. Ist hier nicht schwer, viele Turrets bringen hier eh nichts. Weil 0,5 Schaden, das ist lächerlich. Alter, nehm jetzt einfach den Raptor. Ja, aber ist immer noch besser, als gar nichts zu stehen zu haben. Naja, wenn wir halt noch einen Giga hätten und die züchten können, ne? RIP alle anderen. Dann kann uns halt keiner mehr so easy raiden. Aber wenn wir jetzt 50 Turrets bauen, das ist halt... Ging das zu einem Giga nichts. MP. Hm? Schau mal eben, wie die aufgestellt sind. Ja, geh mal gucke. Das ist zumindest meine Meinung. Der Turret-Schaden mal 0,5. Ja, das ist echt niedrig. Halt ja, nichts. Aber hält die Spieler schon mal weg. Nein. Und fängt Raketen ab. Ja, wie willst du mit Spielern ja. 100 Turret-Stands, wie wär's, wenn wir einfach... Wir haben zwei Rex, einen Giga und zwei Alus. Lass uns jetzt mal das Shadow checken und dann gucken wir, wie wir vorgehen. Wie wär's, wenn wir einfach alle Turrets auf Only Wild stellen? Dann schießen die Turrets nur noch auf Raketen. Und auf nichts anderes. Scheiße, mein Raptor ist gleich überladen. Stellt mal ein, zwei Turrets auf Fischer, Only Wild. Wo bist du? Ich bin oben auf dem Dach. Ich habe Turrets gestellt, dass sie nicht von oben einfach so auf unsere Base draufspringen können. Habe ich jetzt ganz oben okay. Mal Turrets gesetzt, dass die dann abgeschnitten ja. werden. Kannst du mal kurz gucken? Machst du oh, hier noch was? Es war dunkel, geil. Hm? Machst du hier noch was? Oh, dunkel draußen ist gut. Draußen ist man am Tor. Ja, also. In meiner ja, Aufnahme ist dunkel scheiße, aber wenn ich dann selber spiele, finde ich dunkel super. Ja, für mich die ist... Die Perle leuchtet. Chris, hast du dir den Terrorbird gezüchtet? Für mich ist dunkel, nee. Aber gut, dann kann ich jetzt dann ziemlich safe nach Hause schnell. Kommen. Hm. Weil ich kann mich halt nicht wehren auf den ganzen Weg nach Hause. Shadow? Was? Wo ist der Raptor? Bist du allein? Wer denn? Ich hab ihn Captain eben mit dem männlichen Pinguin schon früher nach Hause geschickt, weil ich von der Hauptinsel runtergegangen bin.
Und wenn wir jetzt beide Pinguine hätten, wären nur beide Rippen, wenn die uns jetzt abfangen würden. Ja, du kriegst ihn wieder. Aber wenn nicht, könnte vielleicht einer unten zu unserem Stargate kommen. Muss ich die erst noch paaren oder sollte da schon ein Ei irgendwo sein? Da liegt ein Ei in der Chemistry Bench. Ja. Welchen könnte man noch so ein Terrorbird-Ei machen? Geht das? Oder? Dauert wieder. Ilka? Ah ja. Wo bist du? Können wir ein Alo-Ei machen? Okay, vielleicht? Dann haben wir doch drei Stück, oder? Das sind nur zwei Männchen, glaube ich, oder zwei Weibchen. Du musst Neue holen. Pauline, du musst allgemein neue Tiere holen. Ist noch irgendwer an unseren Stargate? Darf Ilka die Alos ein Alo nehmen? Ja, wir brauchen noch ein High-Level-Alo, weil die sind extrem stark mit dem Alpha-Buff. Okay. Er gibt doch ein Slow, oder? Ja. Ja, du hast schon die Fleischwunde. Ja, dann wir müssen alles mit Giga kombinieren, dann können sie vom Giga nicht wegrennen. Stand. Pro Giga zwei Allosauren. Okay, ich bin safe. Du hast Bodyguard. Drei. Ja, oder drei. Wegen dem Blutungseffekt. Stimmt, die hast du ja nur im Rudel, ne? Ja. Meine weiße Weste hält weiter. Können wir gleich ändern. Unglaublich, Elf. Ja? Ich kann leider nichts von der Base sehen, das heißt, ich könnte irgendwie ein Tor wegschießen oder so, aber das würde zu auffällig sein. Ja, ist alles mit B auf Ton eingebaut. K? Geh ans Tor und drück K. Können wir dann Metallfahrt? Mit K komplett über den ganzen B unter die Base. Unten drunter durch. In die Map gucken, dann kannst du was sehen. Nee, ich auch nicht, weil die bauen. Das einzige Interessante ist, wie viele Turrets du circa siehst. Ist da erhöhte Position möglich? 182 ist Baby. Ich sehe aber, die haben zum Teil noch Steinwände. Aber pack Fleisch rein. Bin ich, ja. Hab ich schon. Wow. Turrets bringen gar nichts. 0,5 Schaden. Rexe. Viele Rexe? Ich schätze auf 4. Ja, Giga. Und 2 Brontos. Oder 3 sogar. Wie weit sind eigentlich die Raptoren oder wo sind die? Die Raptoren stehen nur unten und die brauchen noch. Unser Pachirino oder was die Stamina wegnimmt. Pachirino muss die Stamina weg, also Vorsicht bei dem Ding. Papa ist zu Hause. Kurz aufkommen. Giga hat eh kein Stamina. Ja, wir müssen halt die Viecher irgendwie erstmal rauslocken. Vielleicht Raketen machen, Compound bauen und dann erstmal die Spinos und so wegknallen. Oh, ich denke, geil. Sehr, sehr hoch sind, also. Ey Pole, du hast doch letztens gesagt, Shooter Game Crash bitte nur in der Base. Ich bin gerade in die Base reingerannt, hab jetzt Shooter Game Crash. Die haben anscheinend 4 Brontos. Der Fleisch von Giga, passt. 4 Rex. Und ein paar Chirino. Mehr sehe ich nicht. Also ich glaube, mit dem Giga können wir locker gegen 2 oder 3 Rexe gleichzeitig kämpfen. Ich sehe auf einer Seite. 2, das ist ein Low Giga. Ich sehe zu jeder Seite höchstens 2 Turrets. Okay. Oh. Er sieht's, das heißt nicht, dass so ist. Ja, aber hat jetzt eigentlich jeder eine Aufgabe. Jason, Ilka, was macht ihr jetzt? Metallfarm. Bin gerade nach Hause gekommen. Nehmt das Terry mit, das Terry hat mehr Gewicht und es kann Polo, wollen wir gleich Kristall machen? Ich komm zurück. Wo ist denn der Terry? Ja, ich hab ihn gerade, ich komm zurück. Nein, ich bin jetzt erst wieder dumm. 4 Brontos, 4 Rex. Molt hat einen 3 Molt, ja. Sogar 2 Turrets, also ich hab nicht mehr gesehen. Und zur Teil noch Steinwände. Ja, also. Aber die Rex und so kriegen wir mit Compound Booster. Und ich denke nicht, dass die gebreedet und geprintet sind. Doch, ich glaube schon, dass die gebreedet sind. Wenn die 4 Stück haben, doch. Mindestens Ilka, einer. Du bist zuletzt rein, die Türe zu machen. Ja, ich will wieder raus, aber ich finde den Terry nicht. Ja, weil ich ihn gerade habe und also gerade wieder zurückkomme. Ja, dann vorbereite für deine Raid. Für jeden einen Compound-Bau und einen Raketenwerfer mit 3. Beim Metallfarm bitte auch Obsidian mitnehmen. Obsidian ist da oben, oder? Ja, Obsidian ist da oben. Egal, dann geh ich einfach so lang für Fuß. Also, nee, ich bin gleich in der Raid, kein Stress. Okay. Wir brauchen nichts mehr außer einen Raketenwerfer und Compound-Bus. Ja, warum? Lass doch C4 machen. Oder? Ja, oder C4 geht nicht. Ja, nimm nur C4. Sind wir schneller drin. Wir müssen die Wand aufsprengen und dann rin. Und ja, das einfach nur mit Raketewerfer rinballern. Ja,
Wir haben noch zum Teil Steinwände. Molte. Was? Du hast doch Narkogranate nach dem Safe World geworfen. Die brauchen wir dort auch. Ja, ich hab noch welche. Die Spieler, wenn man die Spieler umbringt, sind sie 3 Minuten aus dem Spiel genommen. Das ist die Zeit, wo man hin müssen. Narkogranaten sind auch in der Hinsicht cool. In 3 Minuten kannst du eine komplette Base plätten. Wenn du die dabei hast, Stargate und so, auf der Pinguininsel, und einer durch Stargate kommt, du siehst das ja schon vorher anwählen, draufwerfen. Dann hat er ja Lex. Ja, der hat ja eh erst Instandbild. Nein, hat er nicht. Wenn er so schlau ist und sein Arc of Low Memory startet, hast du keine Lags mehr. Sondern du kommst instant durch Stargate und kannst ja, instant aber bewegen. Wenn du vorher schon Narkogranat hinwirfst. Wir können im Source Terry oder? Ja, aber wenn er wirklich gut ist und ein bisschen Fortitude geskillt hat, kann er rausrennen. Ja, klar, aber. Ist schwer bei Poison Granat. Wenn er wirklich Standbild hat, ist er RIP. Mir geht's, ich hab noch von gestern. Noch was hast du? Ich hab noch von gestern was gefarmt, glaube ich. In meinem Raptor. Ich bin jetzt hier rein. Poison Granaten. Ja, das was ich gestern noch ein bisschen. Ich finde das Stargate nicht mehr. Kohle, Kristall? Molte, hast du Dings rausgenommen, die Perlen? Was? Birgit, wo kann ich die Sachen ausladen? Hast du die Perlen rausgenommen? Ich musste meinen Raptor gerade ausladen. Jo, Metall ist schon gut geschmolzen, ja, Alter. Rütet einer? Hat einer die Pinguine gerührt? Jason, nochmal bitte, was hast du gefahren? Ich hab das einfach in die Smithy reingetan. Ich hab noch was in meinem Raptor gehabt, weil ich gestern geholt hatte. Also was denn? Kristall, Chitin und Haut. Chitin direkt Zementingpaste herstellen. 21, C4 ist auch wieder weg. Ja, mach. Nee, mach nicht so viel. 10 reicht. Ja, ich wollte auch sagen, das ist nicht zu viel. 1C4 macht an Metallstrukturen 3500. Ist jemand an unserem Samstag? Ich mach mal. Nein. Ich mach mal 8, okay? Wird dann auf gut klickt. Gut, 8 und ein Vibrator. Wie viel wollt ich machen? Pistolka. Beim ersten Mal. Nein, ich wollte es nicht machen. Wir konnten 21 machen. Ja, mach aber 10 noch. Das ist gut. Das heißt, Poli ist jetzt zu Hause. Ja. Ein Remote kann ich machen. Knapp 3000. Poli, wollen wir kurz Kristall holen gehen? Viechchen. Was? Du hast doch die Rampen davor gesetzt, ne? Ja. Man kann immer noch drunter. Ja, ich weiß, da kommt seitlich noch einen Foundation hin, dann geht's nicht mehr. Ah, okay. Ja, ich sag's ja nur zur Sicherheit. Oh, zweiter Remote geht auch. Wow, okay, wir können eigentlich schon komplettes Raid Equip machen. Wir können auch 16 Compound Force machen, das heißt... Ja, Pfeiler. Ja, aber dann haben wir keine Turrets mehr. Fuck! Was? Wie viel Compound Force soll ich machen? Weiblicher Giga Level 15. Ah. Züchte. Ist unserer männlich? Ist unserer männlich? Nein. Ja, aber. Nein. Oder? Weiblich. Female auch, ja. Nein. Egal, Mann. Hat 18.000 AP und ist stärker als ein Rex. Nein. Kein 15er. Ja, Mann. Nein. Ein Giga macht immer mehr Schaden als ein Rex. Dafür lohnt sich fast die Arbeit nicht. Ist so, 700 Pfeile. Kabukibbel. Wo ist denn der Base? Da können wir 7 Rexe mitzähmen. Kümmert sich schon jemand um den Raptor oder? Polo, kommst jetzt erstmal mit irgendeinem Stein hier? Ich level die Rex jetzt auf Only HP, ne? Damit die noch regenerieren. Komm, Kristall, Polo. Im Compound Boss soll ich erstmal nur 4 machen, das reicht ja, wenn ich. Wie viele Pfeile? Ihr habt schon wieder die Tür offen gelassen, Jungs. Warte, ich schau. Alter, bringe nicht Fähige zum Rage. Ach, warum denn? Ich sag doch, wer hat jetzt den Raptor Polo gemacht? Was ist denn? Glaubst du? Was willst du machen? Kristall, kurz zu zweit. Der ist dort gespawnt, wo der letzte war. Irgendwie. Hast gehört? Wir können sich schön noch ganz kurz Sedge und dann können wir über 1000 Pfeile machen. Wo willst du hin, Kristall? Ja. Was würdest du sagen? Entweder Wüste oder Fliegende. Ja. Wüste. Okay. Ja, was sagt ihr? 4 Compound Boss, wie viele Pfeile? 100 pro. Noch nie mit Compound-Bolt geschossen. Wer, du? Was? Ja. Ernsthaft? Ich mag das Ding irgendwie nicht. Lol, Compound-Bolt ist so okay. Ja, Perle und Öl. Im hinteren Fabricator zwischen Tresoren so. Wenn es noch besser auf Distanz wäre, würde ich sogar lieber nehmen wie ein rotes Sniper zum Teil. Was? Kommt das Ding ist auch stärker. Geil. Öl bitte in die Schmelze für Gasolin herzustellen.
Ich spiele lieber weiter mit Compound Boys wie mit Sniper, weil du halt im Nahkampf. Kann ich die Electronics noch ganz kurz abschließen? Dann auch wieder anschmeißen. Ja, klar, mach erstes Raid Equip. Wir hatten auf dem Beam-Com Server ein rotes Blueprint. Im Kopf hast du jeden Spieler gewonnen. Ja, ah, hier sind. Aber. Puh, hab's gerettet. Gerade bin ich durch. Ah, die sind wild. Na. Guck, welches Level, guck, welches Level. Okay. 35 und 15, weg damit. Für die kleinen Tiere. Keine Compound Boss verpasst. Wer schießt denn nur mit der Sniper in der Base? Leute! Das war ich. Ja, gewollt. Oh. Bau mit Terry ab, ne? Leute, ich bin ein bisschen unter Strom, ja? Dann, wo ist das Terry? Oh, Rüstungsverficker. Wir teilen das auch ein bisschen auf, dass nicht jeder, also dass einer. Nee, ich brauch nicht unbedingt. Ich will einen haben. Also, möchtest du mit Raketenwerfer den. Ich hab Raketenwerfer, selber besitze ich schon mit 5 Schuss. Oder wo bist du? MP, nimm du noch C4 mit dann. Ich halte mich im Hintergrund, ne? Ich mach das dann eher schnell. Ole, kill den Rüstungsstaffiker kurz. Hab ich schon. Hinter dir ist. Hab ich schon. Hinter dir ist noch irgendwas. Schon tot, ja, so eine Kack-Titan-Bohr. Was? Du hast keine Sniper, ne? Da. Hab ich doch gestern so einen Typen gekillt, der hat die gedroppt. Okay. Auto. Ja, aber was fragst du, Jason? Ich hab grad angemacht. Warum fragst? Weil ich grad angeschossen wurde. Ich hab grad die Ilfa, weil Saber, wollte. Ich nehm C4. Ich bin schneller als er. Was? Oh, hier ist ein Kollege. Oh, er will Rakete. Er hat Raketenwerfer ausgepackt. Wo? Bei der Base? Ach, hey, Wüste. Ach so. Wüste, alles. Wie war deine? Boah, Shadow. Hast du noch mehr Kompromiss? Ich will auch einen. Ah, nehm dir nur einen, ne? Und ja, ja. 100. Das T4 habe ich. Ich habe jetzt 94. Ich nehme den Flitzraptor. Okay. Kannst du ihn irgendwie bolern oder so vielleicht? Alus, das wär's, wenn ich gucke. Base. Warte mal. Ist doch ganz runtergesprungen, ne? Den gehe ich auf einen Rex. Da wird auch auf einen Raptor. Ja, ich habe wenn mein Terrabird erwachsen wäre, wäre ich mit meinem Terrabird gegangen, okay. Aber. Er will mich in die Luft sprengen. Ey, Jungs, alle, die jetzt erstmal noch nichts zu tun haben, feedet nochmal die Rexe hoch. Das ist der, mit dem ich im Ölker immer losgegangen bin. Ich weiß nicht, wo der ist. Den hab ich. Achtung! So, der Hund, jetzt reicht's mir. Der Iguanodon steht draußen. Wer wie, hat ganz draußen? Nein. Ganz draußen? Der in vor dem Tor war von mir. Ja, renn in die Base mit. Oh lol, mit Compound Bock geht da hoch, die Sau. Was? Alles ja. Klar. Wo war das? Womit? Ja, keine Ahnung. Ich habe auf einmal einfach einen Shot reinbekommen. Schieß Raketen hoch. Hast du noch welche? Ja, aber Beastmasters, ja. Wüste. LOL. Bestimmt, Alter. Was? Er zieht sich hoch und gibt mir einfach einen Schuss, Alter. Ist klar, Digga. Drecksen. Die könnte manchmal, oder sind die nicht mehr? Das finde ich halt auch wieder so lächerlich, der ist so low, Alter. Er steht direkt vor mir, schießt mir eine Rakete rein. Hattest du sein Saber down? Ja. Okay. Aber loote mein Stuff, ne? Ich hatte Raketen. Ja, bleib okay. Ruhig. Ich will erst wissen, dass er safe weg ist. Wie synchron? Wer nimmt der Giga dann? Er schießt noch. Ja, schießt doch zurück mit dem Raketenwerfer. Ich bin kein Giga-Fan. Wollt gerade eine Rakete hochschießen, gibt er mir. Okay. Aber der Giga wird gut beschossen, ne? Ich würde ihn gar nicht mitnehmen. Doch, der muss mit Vision Direct von. Wenn schon dieser Name. Ja, ist tot. Was den? Ja, warum Rexe können wir am Anfang? Gucke, dass man sich schon mit dem Kompombo wegen runterkriege. Jo. Ah ne, Damage Star ist immer an die Serie ja gleich, wenn das erste Tor kaputt geht. Mal gucken, kann ich ihn auch noch looten? Oh, ja. Nee, soweit. Ich glaube, der hat sogar mit einer Autosniper auf mich geschossen. Rip.
Was hatte der? Warte kurz. Ich muss Fleisch farmen gehen. Ich komm gleich mit irgendwas, keine Ahnung. Ich spring einfach durch Stargate. Bin gleich da, ich hol ein bisschen Fleisch zum Weiterfliegen. Wollen wir schon mal langsam losbewegen, gleich ein bisschen Fleisch? Komm zurück. Meiner ist halt noch Unterhafen. Nimm für alles mit, was geht, ne? Lass ihn jetzt fern, klar. Notfalls in Alu rein, der hat viel Gewicht. Ja, warte, mach ich auch. Das ist schlauer. Und er hat lerne aus Fehlern irgendwie. Auto. Der Sniper, jawohl. Ey, der hat uns aber 100 Darts geschenkt. Oh, nice. 102 sogar. Ja, sollen wir mal die Rexe mitnehmen zum Raid? Ja. Ich hoffe, ihr habt die Tür zugemacht. Gehen jetzt so wir zwei? Lass runter. Schon. Drei. Och, der wollte wohl Themen gehen, ne? Weißt du? Imperium GG. Was? Wo? Ja, das ist halt das Ding mit Schreiber und so, ne? Wir schreiben jetzt einfach gar nicht. Rocky regelt! Warum bin ich in Milave? Was ist vor? Ey, er läuft halt mit einer Katze Level 90 rum. Hat aber eine Autosniper, einen Raketenwerfer und alles mit. Wir sind ineinander, du. Ja. Och, du Kacknö! Dass der sich aber wundert, dass, mein er, Gott. Dass wenn er hochzieht, dass er irgendwann eine Rakete kassiert. Ja, warum musst du jetzt runter? Ja, was ist? Warum gehen wir runter? Ja, weil da die Base ist. Die Base ist woanders. Ja, egal. Wie oft sah ich eigentlich das nicht in und an in Love? Jedes Mal wieder. Wollte, hast du alles von mir? Ja, ja. Boah, aber probier mal durch die Stargate zu kommen. Ich will ungern jetzt da alleine hinlaufen. Ja. Irgendwie, ich würde sagen, dass ich schon mal Richtung Gegner laufe, weil das ist echt ein kleines Stückchen. Das ist ein Stückchen, okay. Ich stand nicht nochmal Stargate näher nochmal dran. Ja, ich weiß nicht, wer jetzt die Kavallerie angerufen hat. MP, ich muss kurz einen Raptor nehmen. Nein. Ist irgendein anderer da? Ja, hier. Ja, noch kurz. Kümmert sich eigentlich was Einheit willst du damit machen? Ja, schnell zum Molte. Ich darf nicht raus, wird nicht genommen. Ja, dann mach halt. Du kannst, Zwischen, mach erst.